Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe all das, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen. Kannst du dem einen Applaus geben, der Einzige ist, der würdig in der Gemeinde Jesu Christi. Halleluja. 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 Schau zu deinem Nachbarn, sag, wenn Gott nicht so gut wäre, würde er mich nicht an deiner Seite stellen. Ja, Halleluja. Oh, Gloria. Halleluja. Gott ist gut. Epheser Kapitel 3, Vers 14. Epheser Kapitel 3, ab Vers 14. Wenn du gefunden hast, darfst du den Herrn ein würdiges Halleluja sagen. Oh, Glorias. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesu Christi, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könntet, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet in aller Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Ein Applaus ist wirklich wichtig. Halleluja! Ich möchte beten für dieses Wort. Wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten, in Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr, dass wir hier versammelt sind, Herr, und dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir, dass dein Wort wahrhaftig ist. Wir danken dir, dass du dein Wort gesandt hast, Herr, und dass es kommt mit Rettung, mit Erneuerung, mit Heilung, mit Bewahrung, mit Erquickung, Herr. Und wir nehmen in Anspruch die Zusage deines Wortes. Komm, Heiliger Geist, komm, erfüll uns in deiner Gnade, vergib, Herr, beginnend bei mir allen Stolz, alle Arroganz. Überall da, wo wir selbst bestimmen wollen, überall da, wo wir nicht zulassen, Herr, dass diese Gemeinschaft der Gnade, deiner Liebe, Herr, uns umsingelt, Herr. Herr, wir möchten sein ein Werkzeug deiner Gnade. Beanspruchen das Blut Jesu Christi und widerstehen jeden feurigen Pfeil der Hölle. Vater, jeder Einzelne hat das Recht, dein Wort in Wahrheit und in Liebe aufzunehmen, verändert zu werden in deiner Kraft und hinauszugehen in deinem Segen. Wir loben, preisen und danken dir in Jesu Namen. Amen, Amen und Amen. Darfst dich gerne setzen in Jesu Namen. Ab dem Moment, wo wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wo du eine Begegnung mit dem Kreuz hast, ist eine Erwartung in deinem Herzen. Wie ist diese Erwartung in deinem Herzen? Ich stelle mir vor, so wie dieses Bild, du sitzt auf dem Berg und du schaust zu dem Kreuz, du weißt dort, wo die Errettung geschah und du weißt, dass die Gnade Gottes dich erreicht hat, du bist errettet worden, aber in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, in was für einer Dimension, in was für einer Kraft, wie Gott uns verwandelt, dass Gott den Sünder begegnet, aber nicht die Sünde bejaht, dass Gott den Sünder beruft, aber nicht seine Sünde in Anspruch nimmt. Er beruft jemand, ob es jetzt eine Hure gewesen ist, ob es ein Mörder gewesen ist, ob es ein Räuber gewesen ist, aber wenn er eine Begegnung mit der Liebe Gottes, mit der Gnade Gottes hat, verwandelt Gott diesen Räuber in einen Evangelisten, verwandelt Gott diesen Mörder in einen Apostel, verwandelt Gott diesen Chaoten in jemanden, der in der Gnade, in der Kraft Gottes geht. Und er beginnt anzugehen in der Gemeinde Jesu Christi, die so unvollkommen ist. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, er war mit einem Boot unterwegs und hat sich in der Nähe von den Philippinen, wo es tausende Inseln gibt, hat er sich da verloren ist auf eine Insel und ist 20 Jahren war er in dieser Insel, bis sie ihn gefunden haben. Wo sie ihn gefunden haben, sahen sie, er war eigentlich ein ganz gut, er hatte drei Gebäude gebaut und der Mann, der ihn gefunden hat, sagt, wozu diese Gebäude? Er sagt, dieses hier ist mein Haus. Sagt, und dieses andere, sagt er, das ist meine Gemeinde. Sagt er, ach Gemeinde, ja, sagt er, ein Mensch muss ja Gemeinde haben. Sagt er, und das zweite Haus, sagt er, das ist die zweite Kirche. Sagt er, wieso die zweite Kirche? Ja, sagt er, in der ersten Kirche war ich 10 Jahre, da habe ich Probleme mit dieser Gemeinde gehabt, so habe ich die Gemeinde gewechselt, habe die zweite Gemeinde bekommen.
Oft merken wir gar nicht, dass wir, selbst wenn die Gemeinde nur ein Mitglied hätte, dass die Herausforderung ist, aber dass Gott groß ist. Der Apostel Paulus, er kommt und am Anfang in diesem Prologo kommt er und er bringt die Erkenntnis über die Gnade und über die Kraft, wie Gott mächtig gewesen ist, der in ihm das gewirkt hat und wie unmenschlich groß eigentlich die Verheißung Gottes sind, die wir eigentlich gar nicht erkennen. Oft wissen wir es gar nicht, wie sehr Gott uns liebt. In Apostelgeschichte, Kapitel 3, haben wir eine interessante Geschichte. Nachdem Gott so wunderbar gewirkt hat, in Apostelgeschichte 2 mit dem Heiligen Geist, sagt uns die Bibel, so gehen die Männer, sie gehen zum Tempel und da finden sie einen Mann. Und dieser Mann, er war ein Bettler, er war jemand, der auch gesundheitlich unterdrückt ist. Und die Bibel sagt, und er streckte die Hand aus und bat um Almosen. Und die Bibel sagt, Petrus aber sah ihn an, er sagt, zieh uns an. Aber er sah ihn an und erwartete etwas von ihnen. Was erwartete dieser Bettler von ihnen? Der Bettler erwartete viel, viel weniger, als diese Männer geben konnten. Der Bettler erwartete ein paar Münzen. Der Bettler erwartete ein paar finanzielle Erleichterung. Der Bettler hatte keine Ahnung, dass sie würden ihm Leben geben, Fülle geben, Gesundheit geben, Kraft, den Heiligen Geist, den Himmel. Wir haben oft keine Ahnung, was wir bekommen können, wenn wir diesen Glauben haben. Und oft ist unser Glauben sehr begrenzt und wir haben momentane Frustrationen und das führt, dass wir nicht erkennen, wie wunderbar Gott uns führt. In Habakuk, Kapitel 3, 17 und 19 sagt er, auch wenn der Feigenbaum nicht blüht und keine Trauben gibt, auch wenn der Olivenernte ausbleibt, es auf den Feldern keine Nahrungsproduktion gibt, selbst wenn keine Schafe in den Pferchen oder Ochsen in den Ställen sind, werde ich dennoch im Herrn jubeln und mich über den Gott meiner Erlösung freuen. Der souveräne Herr ist meine Stärke. Er macht meine Füße wie die Füße des Hirsches. Er ermöglicht mich, auf Höhen zu gehen. Der Prophet sagt, selbst wenn all das, was ich erwarte, ausbleibt, selbst wenn das, was ich im irdischen Gebiet möchte haben, nicht da ist, selbst wenn meine Pläne und Träume sich nicht verwirklichen und selbst wenn in Bezug auf all dem, was ich mich vorbereite, es nicht eintritt, dass ich in diesem Projekt versage, dass ich keine Ernte habe, dass ich nicht vorangehe, dass ich keine Familie habe und dass ich nicht siegreich bin, trotzdem werde ich mich freuen, weil meine Freude ist nicht auf die Erwartung der Ernte. Meine Freude ist nicht auf die Erwartung, Realisation meiner Pläne, sondern meine Freude ist im Herrn. Meine Freude ist in der Fülle Gottes. Meine Freude ist in diesem Gott, dieser Gott, der viel mehr hat, als all das, was wir eigentlich erreichen könnten. Wenn die Gnade jemand erreicht. Wir haben eine Geschichte vom 18. Jahrhundert von einem Mann, er war ein Schiff, im Schiff war er einer der Captains. Und er hatte so viele Sklaven zum Tode geführt, bis ihm die Gnade Gottes erreichte. Und er sagte, ich bin nicht würdig. Ich, eigentlich so ein Armer. Und dann hat er Amazing Grace geschrieben, diese Musik, wo sie die Melodie bloß auf schwarze Tasten komponiert haben, weil er sagte, ich bin es nicht wert. Aber wo die Gnade ihm erreichte, wo die Liebe dich erreicht, wo die Fülle Gottes dich erreicht. Es geht nicht um dem, was ich getan habe. Es geht nicht um dem, was ich erreicht habe. Es geht nicht um die Gesetze, die ich erfüllt habe. Es geht um den, der es erreicht hat. Der, der mich errettet hat. Wo ich in seiner Gnade gehen kann, wenn ich lieben kann in unserer Gnade. Was tun, wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden? Wenn wir mal über die Wahrheiten nachdenken, die uns helfen werden, dass wir hier, genauso wie Habakuk, die Erwartungen zu übertreffen. Was für Erwartung habe ich? Was für Erwartung habe ich als Ausländer in einem dritten Land, wenn ich nach ein Land komme, das erfolgreich ist? Ich möchte euch sagen, mein Ziel, wo ich nach Deutschland kam, war nicht dem Herrn zu dienen, war nicht dem Herrn hier gründen. Mein Ziel war einfach raus aus der Misere, raus aus dem Zustand, wo die Finanzen immer am Ende waren, raus aus dieser Situation, wo du jede Münze 325 Mal umdrehen musst, vor dem du überhaupt etwas kaufen kannst. Aber das war mein Ziel. Und mir ging es so wie der Bettler. Ich erwartete ein paar Münzen von Gott. Aber Gott hat viel mehr. Und der Apostel Paulus, er sagt, wenn wir in dieser Berufung hineinkommen, wenn wir in dieser Kraft hineinkommen, wir haben keine Ahnung. Wir wissen gar nicht, wie groß unser Gott ist.
Ich habe vorige Woche einen Bericht gelesen von der NASA. Sie haben neue Erkenntnisse bekommen, dass das Universum viel größer ist, als sie sich vorgestellt hatten. Sie dachten, das Universum war ungefähr so, man hatte ungefähr 1 bis 2 Billionen Galaxien und jede 100 bis 200 Milliarden Sterne. Und sie haben entdeckt, dass in Wirklichkeit in der Welt gibt es 4 Billionen Galaxien und jede mit durchschnittlich 300 bis 400 Milliarden Sterne. Aber diese Ergebnisse haben sie nur von dem Licht, von der Sterne, die sie erreicht. Das bedeutet, der fernste Stern, der neue Teleskop, nicht mehr der Hubble, sondern dieser Webb-Teleskop hat, kann nur bis zu 13 Milliarden Lichtjahre erreichen. Weiter kann er nicht schauen. Das bedeutet, diese Information, die ist von 13 Milliarden Lichtjahre zurück. Das bedeutet, das Universum, und sie haben entdeckt, es erweitert sich in Lichtgeschwindigkeit, dass Gott viel größer, und ich sage es immer wieder, wenn wir wüssten, wie groß unser Gott ist, das bedeutet, wenn in der Welt bis jetzt 100 Milliarden Menschen gelebt haben und jeder von ihnen in den Himmel kommen wird und er denkt, dass er da nichts zu tun haben wird, wenn Gott ihm nur die Sterne anvertrauen würde, das sind 100 Milliarden Menschen, die gestreut werden, damit sie 4 Billionen Galaxien, jede mit 400 Milliarden Sterne, das bedeutet, dass jeder von ihnen würde 40 Galaxien managen und jede Galaxie mit 400 Milliarden Sternsysteme, wo jeder Sternsystem noch alle seine Planeten hat. Das nur aus irdischer Sicht, wie groß unser Gott ist. Aber die Bibel sagt, es ist in keinem Herzen gegangen, in keinem Gedanken erforscht, in keinem Sinne gesagt, die Größe, die Breite, die Höhe, die unser Gott hat. Mein Gott schenkt mir Kraft. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mein Gott, er entblößt all die großen feindlichen Pfeile der Hölle. Und mein Gott, er schenkt, dass ich in der Gnade gehe, unabhängig von den Voraussetzungen, unabhängig, was für Ziel ich hatte, unabhängig ob, mit was für bösen Absichten ich kam. Er heiligt es, er schenkt uns Gnade, es geht in seiner Kraft und wir gehen in der Liebe Gottes. Ich war auf der Fußgängerzone und der eine Mann fragt, sind Sie von rechts oder von links? Ich sage, ich möchte dir eins sagen, ich bin von oben. Ich liebe die Leute von rechts, ich liebe die Leute von links und ich bringe das Evangelium von oben. Denn rechts und links ist waagerecht. Halleluja. Aber wir sind in dem senkrechten Balken des Kreuz. Gott schenkt uns Autorität. Das bedeutet nicht, dass ich die Sünde bejahe von den Menschen, die heute böse sind. Aber das bedeutet, ich werde sie begegnen in der Gnade Gottes, weil eines Tages die Gnade Gottes mich begegnet hat. Weil eines Tages ich in diesem Sündenfall war, aber jemand mich nicht aufgegeben hat. Jemand mich von der Liebe Gottes geredet hat und immer wieder hartnäckig hinterfragt ist, bis eines Tages, Halleluja, die Gnade gekommen ist und mich erwischt das. Wie wunderbar, wenn wir in dieser Gnade gehen dürfen. Aber oft merken wir gar nicht, wie schnell wir aufgeben, dass wir nicht mehr kämpfen. Und der Apostel Paulus, er kommt und er sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Er sagt, es gibt eine Berufung, die ich habe in Christus Jesus, die überschreitet jegliche Erkenntnis, jegliche irdische Voraussetzung und jegliche Ausbildung oder Diplom. Denn der Geist Gottes, der in mir ist, und das finde ich gigantisch, die Bibel zeigt uns hier, dass das Leben, unabhängig in welchem Umstand du bist, erwarte Großes, denn das Leben ist noch nicht vorbei. Wenn du mich hörst, wenn du zuschaust, das bedeutet, dass du noch am Leben bist. Und wenn du noch am Leben bist, kannst du wirken, du kannst in der Gnade Gottes gehen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Milliarden Zellen in unserem Körper notwendig sind, damit du am Morgen die Augen öffnen kannst, damit dein Herz schlägt, damit du heute leben kannst. Wie viele Menschen waren heute nicht auf der Liste von denjenigen, die aufwachen durften? Ich erinnere mich in meiner Zeit von der Jugend, wo ich einen guten Freund verloren habe, wir waren beide 16 Jahre, wo ein LKW ihm erwischt hat und er dachte, er hatte noch sehr viel vor ihm und ich wollte ihn zu Jesus bringen, aber ich sage, wenn ich so voreilig sein, ich erinnere mich am Wochenende, wir waren bei einem Schwimmbad und ich wollte ihn von Jesus erzählen, aber da waren etliche Freunde, ich sage, heute ist es nicht dran, ich mache es nächste Woche. An dem Sonntag hat ein LKW ihn erwischt, er ist gestorben, ich habe nie wieder diese Chance gehabt. Wir wissen oft gar nicht, ob wir den nächsten Morgen erleben dürfen, aber wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir gehen in der Gnade Gottes, wir gehen in der Liebe Gottes. Ich muss ganz ehrlich sein, in der
Pandemie war ich eifersüchtig auf dem Virus von Corona. Wenn der Virus des Evangeliums so hartnäckig wäre wie der Virus von Corona, dass die Menschen sich nicht mehr wissen müssen, dass sie unabhängig, wo sie hingehen, es erwischt jeden, in jeden Winkel, in jeden Flug, in jeder Ecke, unabhängig, du konntest dich schützen von allen Seiten, aber da war ein Virus, der kam von oben, einer von unten, einer von innen, einer in der Flüssigkeit, einer in der Atemwege, einer in der Begrüßung, und die waren alle so hartnäckig, dass beinahe jeden erwischt hat. Wenn wir mit der Gnade Gottes diese Hartnäckigkeit hätten, die Menschen in der Gnade, in der Liebe, in der Kraft Gottes begegnen, wie anders wäre unser Leben. Wie viel Erwartung habe ich vom geistlichen Leben? Ich merke immer wiederum, dass wir oft nur irdische Erwartung haben. Ich sprach mit einem guten Freund von mir, sag ich, was für Erwartung hast du? Ja, sag, weil ich so denke, eigentlich meine Rente, die ich eingezahlt habe. Ich sage, nein, ich habe nicht nach der Rente gefragt. Ich habe gefragt nach deiner Erwartung. Wie billig ist doch unsere Erwartung, wenn wir nur auf dem finanziellen Gebiet schauen. Wenn ich schaue in dem Reich Gottes, du siehst eigentlich nicht reiche Männer, die Großes für Gott getan haben. Aber du siehst Männer Gottes, die einen reichen Gott haben und die Großes für Gott getan haben, unabhängig von ihren Möglichkeiten. Georg Müller, der in Bristol dort ein Kinderheim geöffnet hat, er hat nie Geld gehabt und er hat nie um Geld gefragt, sondern er sagt, ich gehe zu dem, der die Kasse hat. Ich gehe zu dem, der allem Reich gehört. Und er hatte erst 100 Kinder, nachher 200, nachher 2000, nachher 10.000. Und er hat nie um Geld gebeten. Er sagt, ich werde Menschen nicht um Geld beten, die sind so begrenzt. Aber ich habe einen Gott, dem gehört alles Silber und Gold. Und ich beuge meine Knie und ich weiß, Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Wissen wir das, dass Gott ein Gott ist, der Gebete erhört? Auch wenn der Feigenbaum nicht blüht, gibt es keine Trauben an den Weinstöcken. Selbst wenn die Olivenernte ausbleibt, gibt es auf den Feldern keine Nahrungsproduktion, keine Schafe in der Hürde und kein Ochsen in den Ställen. Diese Aussage kommt jemand, dessen Erwartung geweckt war, die Zeit, wo er gepflanzt hat, die Zeit, wo er geerntet hat, die Zeit, wo er Nachwuchs in seiner Herde gebracht hat, die Zeit, wo er investiert hat in etwas, wo er Früchte erwartete, wo er Nachwuchs erwartete, wo er Reichtum erwartete als Ergebnis seiner Arbeit. Aber was er Gott zeigt, ist, dass das, was in seinem Leben, in seiner Seele ist, ist nicht das Ergebnis seiner Arbeit, ist nicht das Ergebnis von dem, was ich getan habe, sondern ist das Ergebnis, was Gott in seiner Treue in meinem Leben getan hat und wo ich in der Gnade und in der Gottesliebe gehe. Es gibt immer jedoch einen nächsten Tag, einen neuen Morgen, eine neue Chance, wo wir in der Gnade Gottes gehen. Ich möchte dir mal etwas Wichtiges sagen. Das Leben endet nicht, wenn du enttäuscht wirst. Es endet nicht. Die Enttäuschung ist eine Etappe. Die Enttäuschung oft bringt uns, dass wir weitergehen. Die Enttäuschung macht, dass wir neue Schritte gehen. Und die Enttäuschung zeigt uns unsere Begrenztheit, dass wir nur unserem Gott, dass nur der Gott, der uns führt, dass wir nur in der Gnade Gottes siegreich sein können. Wir vergessen oft, dass wir in der Gnade Gottes gehen. Wenn du Enttäuschung hast, freue dich trotz aller Widrigkeit an Gott. Dennoch werde ich jubeln im Herrn und jubeln im Gott meines Heils. Ich bin schon etliche Jahre im Dienst und ich habe schon etliche Menschen im Herrn begleiten dürfen in der Ehe und in der Hochzeit. Ich habe so ungefähr schon 100 Ehepaare trauen dürfen. Und wenn ich mit der Braut oder mit dem Bräutigam spreche und ich sage, was für Erwartung hast du in deiner Ehe? Ich habe noch nie jemand gesagt, ich erwarte, in 10 Jahren werde ich mich scheiden lassen. Nach 3 Jahren gehen wir bankrott. Wahrscheinlich werden wir keine Kinder haben. Und finanziell wird es auch nicht so gut gehen. Nein, sie sagen, ich habe mit dem Prinz geheiratet. Jetzt geht es ab. Ich habe eine große Zukunft. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe sie so schrecklich. Es ist so wunderbar mit ihm. Es gibt keine Person, die wunderbarer ist als mein Geliebter. Und sie erwarten Großes von dieser irdischen Beziehung, die oft enttäuscht. Aber wenn du in Christus gehst, wenn du in der Gnade gehst, wenn du mit dem Bräutigam, der wirklich der Einzige, der reine ist, gehst, die Bibel sagt, er enttäuscht uns nie. Er sagt, selbst wenn Himmel und Erde vergehen, Jesu Wort bleibt stark, er geht uns in seiner Gnade. Wir dürfen in seiner Liebe gehen. Dennoch werde ich jubeln. Wie ist es möglich, trotz enttäuschender Erwartung Freude und Jubel zu empfinden? Ich finde es interessant, der Text antwortet, indem er sagt durch den Propheten, im Herrn und in Gott, seine Erlösung, damit
leugnet der Prophet nicht die schwierige Realität, mit der er konfrontiert ist, sondern macht deutlich, dass seine Quelle der Freude ist trotz aller Widrigkeit, ist trotz aller Schwierigkeiten, ist trotz aller Enttäuschung, ist trotz aller Krankheit, ist trotz allen Konsequenzen, ja. Aber das ist nicht die Quelle meiner Freude. Das ist nicht die Quelle meines Wohlbeins, sondern mein Wohlsein lege ich im Herrn. Ich weiß, Gott schenkt uns in Gnade. Ich weiß, Gott schenkt uns in Freude. Ich weiß, wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Wir dürfen in der Liebe Gottes gehen. Denn Gott hat immer etwas Überraschendes für uns, wenn wir am Ende sind. Wir sehen so viele Männer in der Bibel, sie waren verzweifelt, sie waren vom Feind umzingelt und dann haben sie ihre Knie gebeugt und dann haben sie den Herrn gerufen und dann haben sie Lobpreis gemacht und dann haben sie den Herrn gedient und dann haben sie Gottes Wort gelesen und dann auf einmal geschah etwas. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2 und plötzlich, unerwartet, trifft Gott ein. Und Gott ist ein Gott, der mächtig ist. Gott ist ein Gott, der stark ist. Gott ist ein Gott, der Kraft schenkt. Geschwister, wir denken oft, dass Gott hat, und wenn wir in Filmen sehen, die Engelchen, das sind so eine kleine Wesenchen mit zwei kleinen Flügelchen, die kommen so. Ich möchte dir sagen, die Bibel sagt zum Beispiel, im Kampf gegen Sennacherib schickt Gott ein Engel und der erledigt 185.000 Soldaten. Am Ende der Welt in Offenbarung, sagt die Bibel, und Gott sandte einen Engel und dieser Engel hat Satan gebunden. Ein Engel hat Satan gebunden. Geschwister, wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der uns führt. Wir haben einen Gott, der uns leitet. Und Gott führt uns in seiner Gnade. Und das hat Gott gezeigt im alten Bund in David gegen Goliath. Es geht nicht darauf an, wie groß das Werkzeug ist. Es geht darauf an, wie groß der Herr ist, der sein Werkzeug benutzt. Vielleicht fühlst du dich heute sehr klein. Es sind sehr viele Dinge, die in deinem Leben hineingesprochen sind, wo du deine Erwartungen immer niedriger geschraubt hast. Und du weißt nicht, dass Gott große Pläne hat. Du weißt nicht, dass wenn wir in der Gnade Gottes gehen, er ist der, der uns sieht. Der Psalmist sagt ihm, das Weinen kann eine Nacht dauern, aber am Morgen kommt Freude. Erkenne drittens, dass Gott die Kraft hat, einen Neuanfang mit dir zu wagen. Unabhängig, wie die Konsequenzen waren, unabhängig, wie viel wir betrübt, unterdrückt, wie viel wir gepeinigt wurden. Gott kann Unmögliches tun. Ich hatte die Geschichte von den größten Evangelisten aller Zeiten. Der hat in Nigerien, hat da evangelisiert. Und sie sagten, eine Stadt, es ist wenig Möglichkeiten. Er sagt, ich prophezeie, in dieser Stadt werden 1 Million Menschen ihr Leben Jesus geben. Und an dem Abend sind 1.033.000 Leute, haben einen Übergabezettel geschrieben. Und er kam und er sagt, jetzt weiß ich, Gott hat sein Maximum erreicht. Dann schaut seine Frau ihn ganz streng an und sagt, es stimmt. Gott hat kein Maximum. Gott ist unendlich. Gottes Liebe ist so groß. Gottes Macht ist so groß. Wir können gar nicht verstehen, wie groß dieser Gott ist. So klein, wie wir eigentlich sind. Und wenn wir erkennen, dass wir eigentlich, all die Sterne im Himmel sind eigentlich so viel wie der Sand auf der Welt. Wir wissen gar nicht, wie groß unser Gott ist. Und so groß wie die Dimension örtlich und geografisch von Gott ist, viel größer ist auch seine Liebe. Wie oft kannst du gar nicht vorstellen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott dich liebt. Wir Menschen, wir haben immer Vorbehalt, denn unabhängig, ob die Person errettet wurde, wir kennen seine Vergangenheit. Und das merkte ich am Anfang, wo wir mit der Gemeinde starten, machten wir sehr viel Befreiungsdienst, wo wir mit Menschen gebetet haben, wo Menschen in der Vergangenheit, was sie auch immer waren, dass sie wiederhergestellt wurden. Nur in dieser Gemeinde waren sie bekannt als Ex-das, als Ex-dieses, als Ex-Drogen oder Ex-das, an dies hat und das. Und dann mit der Zeit auf einmal haben sie Gemeinde gewechselt. In der neuen Gemeinde kennen sie nur seine Standangehörigkeit in Christus. In dieser Gemeinde kennen sie ihn, was er früher war. Und wir Menschen merken gar nicht, wie sehr wir einen Menschen benennen nach die Werke der Vergangenheit. Oh, hauptsächlich, wenn wir Eltern unsere Kinder, erinnerst du dich damals? Oder wenn wir Kinder unsere Eltern, oder wenn wir von der Schule, wenn wir von unserer Vergangenheit schwärmen, wie schwer wir das hatten, wie viel Schwierigkeit wir hatten. Und das sind oft sehr viele Schwierigkeiten. Ich stellte mir vor, wenn Josef sowas mit seinen Brüdern gemacht hätte. Er hatte sie mal alle versammelt und sagte, so, jetzt möchte ich euch mal sagen, was sie alles in diese über 13 Jahren durchgemacht haben. Diese Sitzung würde jahrelang dauern. Und er sagte aber, nein,
Nein, sagt er, ihr habt Böses an mich gewollt. Aber Gott hat es in Guten gewollt, damit er Leben gibt, damit er Fülle gibt, denn seine Pläne sind gut. Wir wollen hier nicht Zeit vergeuden, indem wir reden, was Böses in der Vergangenheit von Menschen geschehen ist, sondern wir wollen reden über das Gute, was Gott getan hat, über den Frieden, den Gott gegeben hat, über die Gnade, die Gott getan hat. Wo Gott uns das Kreuz in Christus Jesus gegeben hat, hat er uns diese Erwartung gegeben, dass wir zum Kreuz schauen. Dass das, was wir sagen, es von dem Wort Gottes ist. Wir merken oft gar nicht, dass wir das Haus Gottes in ein Diskussionsforum bringen. Dass wir es bringen in etwas, wo wir über die aktuellen Schwierigkeiten reden, was auch notwendig ist. Aber die Kanzel, die muss gebraucht werden, um Gottes Wort zu predigen, um das Kreuz zu predigen, um Jesus zu predigen und ihn nur als gekreuzigt. Denn nur ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt alle Kraft. Er ist der Herr der Gemeinde. Er hat sein Leben gegeben. In 1. Korinther 11, wo er spricht über das Abendmahl, da sagt Paulus, das habe ich vom Herrn empfangen, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wird, nahm er das Brot, dankte. Er dankte für dieses Brot, das gebrochen wurde. Aber wer war das Brot, das gebrochen wurde? Das war er. Er dankte für den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Aber wer hat diesen Kelch, wer hat dieses Blut vergossen? Es war er. Und die Bibel sagte, und er dankte dem Vater. Jesus hatte eine Eigenschaft. Er war dankbar für die Erlösung, wenn er auch das Opferlamm war. Er war dankbar für den Vater, wenn es ihm auch Schwierigkeiten gab. Er dankte Gott schon, vor dem es geschah. Und er sagte, Vater, ist es möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber dein Wille geschehe. Und Gott hat sein Gebet erhört. Er hat uns errettet. Er hat uns erlöst. Er hat uns die Freude gegeben, dass wir heute seine Kinder sind. Wir haben diese Gnade und in dieser Erneuerung gehen. Der souveräne Herr ist meine Stärke. Das hat der Prophet erkannt. Und das finde ich das Wunderbare. Er sagt, er macht meine Füße wie die Füße eines Hirschen. Er ermöglicht mir, in Höhe zu gehen. Nicht nach den Möglichkeiten meiner Herkunft. Wenn die Möglichkeit meiner Herkunft da ist, in meinem DNA, werden wir immer mehr Herausforderungen haben. Weil wir als Menschen geboren wurden und wo wir auf einmal in eine andere Schublade hineingebracht wurden. Die Bibel sagt, in den Zeiten des Propheten Habakuk, so leben auch wir möglicherweise. Zeiten der Krise, der Probleme, des Mangels und der Hoffnungslosigkeit. Aber dies ist jedoch nicht die Zeit, aufzugeben und aufzuhören. Dies ist die Zeit, die Gott auf ganz besondere Weise für uns reserviert hat, damit wir unerschütterlich leben können. Da, wo die Welt sich empört, da, wo der Feind mit Aufruhr kommt, damit wir uns empören, wie die Sünder sündigen. Da bei den Olympikspielen, wo auf einmal etwas ganz Perverses passiert und die ganze Welt empört sich, weil sie sieht, dass die Sünder sündigen. Dort, wo heute in der ganzen neuen Theorie, sei es in der menschlichen Erkenntnis, sei es in der Wissenschaft, sei es in der ganzen Genderphilosophie und Theorien, da wird so viel getan und wir empören uns über alles und wir schreiben und wir diskutieren und wir vernachlässigen Gottes Wort, wir vernachlässigen die Quelle. Der Heilige Geist, er wohnt in uns. Und Billy Graham sagt, der Heilige Geist, er wird ernährt von Gottes Wort. Wenn du willst, dass der Geist Gottes stark ist in dir, brauchst du Gottes Wort. Fang den Tag an, vor dem du überhaupt an dein Handy anfährst. Habe einen Bibelleseplan, habe eine Bibel, habe ein Wort Gottes. Nimm nicht dein Handy, nimm nicht die Rechnung, nimm nicht den E-Mail. Hauf nicht auf dem, was die Nachbarn sagen. Lass nicht zu, dass du dich ärgerst. Vor dem du aufstehst, nimm Gottes Wort. Nimm 15 Minuten Gottes Wort, dass du in der Gnade gehst, dass du Erwartung hast über das, was Gott tun wird, dass du gute Erwartung hast über das, was Gott in deinem Leben tun wird. Wir sind oft so geprägt von der Logik der irdischen Welt, wo wir mathematisch berechnen, eigentlich, wenn ich so berechne, habe ich dies und das, kann ich nicht das. Wir fangen an zu berechnen, ja eigentlich meine Großeltern, meine Eltern haben Leben so lange gelebt und wenn ich durchschnittlich den Alter meiner Eltern erlebe, dann werde ich so und so viel, werde ich so und so. Geschwister, ich möchte dir ermutigen, plane nicht den Tod, plane das Leben. Plane das, was Gott, sprich nicht über den Tod, sprich über das Leben. Ich sprach mit einer Frau, ihr Mann ist gestorben. Sie sagte, Gott ist so gut. Mein Mann hat alles vorbereitet für den Grab. Er hat alles vorbereitet, schon mit all dem, was er hatte, mit der Versicherung, hat alles fertig gemacht. Er ist gestorben und alles war bereit. Wie war er gut? Er hat alles für den Tod vorbereitet. Nein, ich sage, er hat den Tod vorbereitet. Dadurch, dass er sich Pläne gemacht hat, was passieren wird, nachdem er starb, hat er dem Geist des Todes gerufen. Wir merken oft gar nicht, dass wir, die wir berufen sind im Leben, dass unsere Erwartung, unser Fokus bestimmt unsere Zukunft.
Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf das Leben schauen, dann schenkt Gott uns Kraft. Wir dürfen in der Gnade gehen, wir dürfen in der Liebe gehen, wir dürfen in der Fülle gehen. Ich erinnere mich an diese Oma, sie hatte ein bisschen Gesundheitsschwierigkeiten und so hat die Familie, es gab da ein Pflegeheim, haben sie im Pflegeheim gebracht. Und die Tochter, sie wurde schwanger, bekam ein wunderschönes Kind. Und dieses Kind, sie brauchte jemanden, der es betreut. Und sie sagte, Oma ist eigentlich schon ein bisschen krank, aber ich werde mal versuchen mit Oma. Und dann kam Oma zu diesem Kind und dann auf einmal wurde Oma gesund. Auf einmal wurde Oma wieder lebendig. Auf einmal fängt Oma wieder an zu laufen. Auf einmal fängt Oma wieder an zu joggen. Sagt sie, weißt du, ich war mit den älteren Leuten und ich wurde immer älter. Jetzt bin ich mit einem Baby und ich werde immer jünger. Denn ich sehe, da ist Leben. Ich sehe, dass Gott etwas tut in meinem Leben. Und ich schaue auf das, was Gott tut. Ich schaue auf Leben. Schau auf Leben, schau nicht auf Tod. Schau auf das, was Gott in deinem Leben tut. Schau auf das, was Gott in deinem Leben tun will. Er möchte dich führen. Er möchte dich leiten. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir zulassen, dass Menschen uns etwas sagen. Es ist manchmal ein Prozess, es ist manchmal eine Anzeige, es sind Lehrer, es sind Vorgesetzte, es sind Menschen meiner Familie, wo ich zugelassen habe, dass sie in meinem Leben geredet haben und ich habe Traurigkeit zugelassen. Traurigkeit ist ein normales menschliches Gefühl, solange es nicht auf einmal krebsartig wird und ein Geist wird. Traurigkeit kann den Geist der Depression herausziehen. Und wenn wir nicht aufpassen und unser Fokus immer in Bezug auf die Ergebnisse sind, nach irdischen Maßstäben, wirst du auf einmal in Traurigkeit, wirst du in Ängsten, wirst du in Befangenheit. Es gibt ein wunderbares Maßstab, das ist Gottes Wort. Ich erinnere mich eines Tages, ich hatte eine Begegnung durch den Gründer dieser Gemeinde, der Fußballspieler war, von einem Fußballspieler, der hat eine sehr große Depression durchgemacht. Ich traf ihn damals im Olympiastadion und er sagt, ich bin in großer Depression, ich weiß nicht, wie ich sage, ich habe ein Rezept. Und jeder von der CBG würde dir wissen, welches Rezept ist. Ich sage, komm 40 Tage zum Frühgebet. Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt. Und damals, ich habe ihn eingeladen, ich erinnere mich, den ersten Tag, er kam, er saß da wirklich, mein Vater gebrauchte immer diesen Ausdruck, wie ein verregneter Huhn. Und er saß da einfach und hat nichts getan. Auf einmal in der zweiten Woche fing er an zu loben. In der vierten Woche, er hat nicht 40 Tage gemacht, er hat ein ganzes Jahr Frühgebet gemacht. Und er sagt, heute gehe ich in der Freude Gottes, weil ich Gott begegnet habe. Weil meine Erwartung ist nicht mehr meine Leistung, sondern ich schaue zu das Kreuz. Das Kreuz, wo Jesus alles verbracht hat. Das Kreuz, wo er meine Sünden vergeben hat. Und das Kreuz, wo ich nicht nur die Erwartung habe, dass ich errettet werde. Das ist der erste Schritt, wo ich das ewige Leben. Er schenkt mir Kraft, er schenkt mir Fülle, er schenkt mir einen Auftrag. Und in diesem Auftrag muss ich kämpfen. In diesem Auftrag vergleicht der Apostel Paulus mit einem Athleten, mit einem Läufer. Die Rettung ist umsonst. Die Rettung ist für uns kostenlos. Die Gnade brauchen wir nicht zahlen. Aber wenn wir Gottes Werk in Salbung gehen, Salbung hat seinen Preis. Salbung bedarf das Studium des Wortes. Salbung bedarf in dem Gebet Gott kennenlernen. Und in der Gnade, in der Liebe, in der Fülle. Oft, wenn wir anfangen, in der Gnade Gottes zu gehen, dann fangen wir an, so viel Erwartung, da fangen wir an, so viel Freude zu haben, da fangen wir an, so viel Schönes zu haben, dass wenn wir predigen wir so schnell, dass die Menschen nicht verstehen wollen, nicht verstehen können, weil wir möchten so sehr, dass die Menschen erkennen, es ist möglich, herauszukommen aus dieser Angst, es ist möglich, herauszukommen aus diesem Fluch der Vergangenheit, es ist möglich, herauszukommen aus dieser Eigenschaft von dieser Familie, die diesen Syndrom des Bettlers, der Angst und der Anklage hat, weil in Christus Jesus bin ich eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden, sagt uns der Herr. Und er ist der Gott, der uns führt. Ich finde es wunderbar, der Apostel Paulus, er sagt in Epheser, und nachdem wir die Einleitung gebracht haben, möchte ich dich jetzt zum Vers 14 bringen. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt seid. In der Liebe eingewurzelt sei. Schau mal, sein Nachbar sagt, in der Liebe eingewurzelt sein. Und gegründet sei, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft.
die alle Erkenntnis übertrifft. Bip. Die alle Erkenntnis übertrifft. Bip. Die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Zu wie viel Gottesfülle? Zu aller Gottesfülle. Du entscheidest, wie voll du sein möchtest von der Gnade, von der Fülle Gottes. Und er bringt uns hier hinein. Ich finde es gigantisch hier, wo er uns damit hinein. Er sagt, damit den Allerheiligen begreifen könnt und dann und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gotteswille. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, alles hinaus tun kann, alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Nach der Kraft, die in dir wirkt. Nach der Kraft, die in mir wirkt. Nach der Kraft, die in dir zur Verfügung gestellt wird. Und er sagt, hinaus tun kann, dass wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus aller Zeit. Und er sagt nicht von heute und morgen, sondern von Ewigkeit zu. Du hast die beste Voraussetzung, gesegnet zu sein. Es ist deine Entscheidung. Heute ist der erste Tag von dem Rest deines Lebens. Und ein erster Schritt kann entscheiden, dass du anfängst und du sagst nicht mehr das, was der Feind will, dass du denkst, sondern du fängst an, mit, wie der Apostel sagt, mit der Erneuerung deiner Sinne. Dass du anfängst zu glauben, was Gott glaubt, zu sagen, was Gott sagt, in Anspruch zu nehmen die Verheißung Gottes. Halleluja. Und Gott wird dich führen, Gott wird dich leiten in Jesus. Stehen wir bitte auf. Ich bin ganz fest überzeugt, wenn wir unsere Berufung kennen würden, wenn wir kennen würden dem Potenzial der Kraft, die Gott in uns freigesetzt hat, wenn wir wissen würden, wie viel Gott in uns depositiert hat, aber oft merken wir es nicht. Oft merken wir gar nicht, wie viel Gott in uns freigesetzt hat. Wir sind manchmal mit so einem riesengroßen Dreschmäher, schneiden wir Rasen ein halbes Quadratmeter vor unserer Haustür. Wir wissen gar nicht, wie groß, wie viel da ist, wie viel Gott getan hat. Ich sah einmal einen kleinen Film, wo ein kleiner Junge, er hatte so einen kleinen LKW, und dann kam sein Vater, der war ein Bagger, hat er gearbeitet und er hat dann mit dem großen Bagger, hat er aus Spaß ein bisschen Erde in dem ganz kleinen LKW seines Sohnes getan. Das sah so niedlich aus, aber das war nur ein Bruchteil von all dem, was in dem seine Schaufel drinnen war. Wir merken oft gar nicht, wie viel Gott für uns vorbereitet hat, aber unsere Vorstellung und unser Glauben bestimmt, wie viel wir von Gott bekommen. Ich habe immer dieses Gleichnis, dass ein Mann Gottes mal sagt, er sagt, ich bin mir sicher, jeder von uns wird im Himmel kommen und dann wird er in einem Raum kommen, da werden tausende Geschenke sein. Und dann wird er fragen, Gott, was sind diese Geschenke? Dann wird der Herr sagen, das sind alles Dinge, die du während dein Leben nicht abgeholt hast, weil du nicht geglaubt hattest, dass Gott dich gebrauchen kann. Geschwister, die Gnade Gottes in unserem Leben ist nicht abhängig von den Gaben, die ich meine, dass ich habe, sondern es ist abhängig von dem, der mich geschaffen hat, von dem, der mich berufen hat, von dem, der mich gesandt hat. David kam diesem Riesen entgegen und dieser Riesen hat ihn beschimpft, hat ihn verflucht. Er sagt, du kommst gegen mir mit all diesen Flüchen, aber ich komme gegen dir im Namen des Herrn. Und dann hat er gesagt, all das, was er heute tun würde. Und er sagt, ich werde dich besiegen. Alle werden erkennen, dass es hier einen Gott geht. Es wird etwas Neues in Israel geben, weil Gott mit mir ist. Und er nahm den kleinen Stein, er nahm die kleine Schleuder und er schleuderte. Und ich stelle mir vor, dass der ganze Himmel ist wahrscheinlich stehen geblieben. Gott sagt zu ihm, kommt mal her, schaut mal hier. Schaut mal hier, was wahre Erwartung ist, was wahrer Glaube ist, was wahre Liebe zu dem Vater ist. Zu wissen, unabhängig, wie groß die Menschen sind, wie groß die Schwierigkeiten sind. Aber wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist, wenn ich weiß, dass Gott in der Gnade mein Leben führt, ist nichts für mich unmöglich. Ich möchte heute beten für Sie. Vielleicht haben Sie diesen Jesus noch nicht aufgenommen. Vielleicht sind Momente in Ihrem Leben, wo Sie noch nicht erkannt haben, wie viel Gott in Ihrem Leben tut. Unabhängig von Ihrem Beruf, unabhängig von der Herkunft. Gott hat eine Verheißung in Ihrem Leben. Die Bibel sagt, dass dieser Glaube entsteht, wenn wir mit dem Mund bekennen und von Herzen glauben an das Werk Jesu auf Golgatha. Du kannst das heute machen. Es hat nicht mit Religiosität zu tun. Es hat nicht damit zu tun, ob wir getauft wurden, ob wir in einer Kirche gehen, ob der Vater jemand war, der in der Kirche gedient hat. Nein, es hat mit einer lebendigen Beziehung zu tun. Ist das, was Gott in unserem Leben. Jesus sagt von seinem Blut. Er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und wenn du willst, kannst du es einfach mit mir beten. Sag einfach so, sag, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Und ich lade dich ein, Herr Jesus, komm in mein Leben und mach alles neu.
und ich erkläre dich als meinen einzigen Herrn und Heiland. Zur Ehre von Gott Vater und im Namen Jesu befehle ich über mein Leben alle Gedanken der Niedrigkeit, alle Angst, alle feurigen Pfeile der Hölle raus aus meinem Leben. Raus aus meinen Gedanken, raus aus meiner Familie. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehe in Kraft und in Wahrheit. Und meine Erwartung ist die Gnade in Christus, in Jesu Namen. Amen, Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben einen Gott, der uns führt. Wir haben einen Gott, der uns erneuert. Ich möchte nachher nach dem Abendmahl noch mit uns beten. Heute, wo wir nachts beteten für dieses Wort, das kam mir so stark. Welches ist meine Erwartung? Was erwarte ich? Und wir sind manchmal einfach so, wie wir wissen gar nicht, wie. Wir denken wirklich, wir sind so negativ, egal was wir fragen. Ich hatte einen Nachbar, das war ein Christ, wir waren Bauer. Sagt er, wie geht's? Ja, sagt er, so wie eine Hühnerleiter, von oben bis unten voller Dreck. Ich sage, Mensch, was ist das für eine Einstellung? Nein, wir sind so wie die Sonne, die aufgeht in der Gnade Gottes, zu wissen, unser Gott ist mit uns. Der Herr schenkt uns seine Gnade, wir dürfen seiner Liebe leben. Und er hat wunderbare Verheißungen. Wenn wir wüssten, wie Gott gut ist, wenn wir anders loben, wenn wir uns den Mund öffnen, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir unsere Bereitschaft öffnen, für den anderen auch etwas zu tun, zu wissen, Gott hat so viel für uns getan, dass er uns führt in seiner Gnade. Halleluja. Kannst ihm einen Applaus geben, der Einzige ist. Halleluja. Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du dir diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön an dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay? Und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.